Hast hier nichts mehr? Matthäus! Nächste Team of the Year Icon, Leute! Was sind das wieder für komische Formationen? Aber wir schauen mal, dass wir das Bestmögliche draus machen. Joa, erste Icon. Sava Icon ist da, Leute. Full Icon Draft incoming, ihr wisst es. Mein Rekord liegt nach wie vor bei 10 Icons. Wir schauen mal, ob wir das heute toppen können. Die nächste Icon direkt hinterher. Team of the Year Icon, Pinneblam. 2 Icons. Come on. Das wird ein neuer Rekord. Bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Ich sag's euch, das wird hier ein neuer Rekord werden, wenn es schon so anfängt. Leute, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, ihr wisst es, kostenlos abonnieren. Und Glocke aktivieren. Aktiviert die Glocke, kriegt ihr in Zukunft immer Benachrichtigungen, wenn die Videos online gehen. So verpasst ihr nichts mehr. Täglich neue Videos, immer so um 13 Uhr. Also schaltet gerne ein, aber kommen auch immer mal wieder zu anderen Zeiten Videos. Deswegen am besten Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Matthäus, nächste Team of the Year Icon, Leute. Ich sag's euch, das wird das neue Icon-Rekord-Draft. Hier packen wir mindestens 11 Icons. 10 hatten wir schon, aber heute machen wir 11. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran. Ja, ihr wisst es, je länger ihr die Videos schaut, desto besser für mich, für die Watchtime und so weiter und so fort. Dann werden die Videos besser angezeigt. Und das Allerwichtigste, wäre sehr geil, schreibt einen Kommentar, Leute, ja. Schreibt einen Kommentar, schreibt gerne in die Kommentare, was habt ihr dieses Jahr gezogen zum Team of the Year? Was war euer bester Spieler, eure beste Spielerin? Vierte Icon, dritte Team of the Year Icon. Wir haben voll Icon Mittelfeld. Was geht hier ab, Alter? Was geht hier bitte gerade ab? Also schreibt es gerne in die Kommentare oder, wenn ihr keine Packs zieht, was gar nicht so schlecht ist, die nächste Icon, schreibt einfach in die Kommentare, was euer Icon-Rekord im Draft ist. Ich bin mal gespannt, mein Rekord bislang immer noch bei 10, aber sieht sehr danach aus, dass wir es hier heute toppen werden. Wir haben nämlich jetzt schon 5 Icons und die Starter ist ja noch nicht mal komplett. Rena, nächste, nicht Icon, aber Team of the Year. Was geht denn hier gerade ab, Alter? Das wird ein krankes Draft. Das könnte mein bestes Draft aller Zeiten werden. Okay, was machen wir jetzt? Mal einen Stürmer und dann den Torwart, weil ich glaube, der nächste Spieler wird jetzt erstmal nicht so gut oder auch nicht. Sam Kerr, 96er Team of the Year. Meine Fresse, was ist das für ein Draft? Alter, was geht denn hier gerade ab? Wir haben 5 Team of the Years und 6 Icons. Also das ist mal stabil. Das Ding ist, eigentlich müsste jetzt mal langsam wieder ein schlechter Spieler kommen. Ich will eigentlich nicht den Torwart machen, weil ich... Ja, guck mal, den Torwart, was soll's. Was soll's. Ja, war klar, aber das Ding ist, ich wusste es genau, dass jetzt natürlich wahrscheinlich, werden jetzt kranke Spieler, dass jetzt irgendwann mal wieder ein schlechterer kommt. Und eigentlich ist die Torhüter-Position wichtig, weil du kriegst halt nur 2 Torhüter im Spiel. Also eigentlich war es dumm, ich wollte es nicht, aber ich bin auch zu gierig, dass ich oben Team of the Year Mbappé oder so krieg. Deswegen, aber... Das Ding ist, ich kriege eh noch einen guten Stürmer auf der Bank. Also eigentlich war es dumm. Eigentlich hätten wir erstmal den Stürmer machen sollen. Ob es viel geändert hätte, weiß ich nicht. Aber wir haben Cristiano Ronaldo. Leider nicht als Team of the Year, aber 91er Winter Wildcard. Cristiano Ronaldo nehmen wir natürlich mit 92er Bewertung. Leute, was ist das denn? 92er Bewertung nach der Startelf. Ich kack ab, Alter. Ich scheiß mir in die Hose. Absoluter Rekord bislang. Und wir haben hier halt noch 79er Non-Rash-Spieler drin. Und ja gut, Gulashi Mappi ist mit 89 natürlich auch high-rated. Wir könnten hier auf 91, 94 kommen, wenn jetzt hier mal irgendwie die ersten 2, 3 Spieler gut wären auf der Bank. Aber das ist natürlich hier gar nichts. Mit Rafa, immerhin besser als Alex Pesch, aber gut, der muss jetzt gut werden. Bitte komm, High-Rated Spieler, was ist los? Da habt ihr immerhin Diaz, 89. Ey, was ist hier los? Ey, das ganze Pulver jetzt hier schon auf der Startelf verschossen, leider, anscheinend. Wir kommen nur nicht mal zu 93. Ja gut, mit so Spielern. Obwohl 89 jetzt nicht verkehrt ist. Aber jetzt wäre es mal wieder Zeit für eine Icon oder ein Team of the Year. Come on, bitte, come on. Oh, mein Gott. Francescoli, naja, okay, 88, hey, Rated ist jetzt aber auch nicht so stabil. Nehmen wir natürlich mit, ne? Aber vielleicht auf 91 durchsortieren. Nein, schade. 91 ist aber anscheinend auch richtig schwer, ne? Das, na gut, kann man nichts machen. Ribaldo, jetzt kommen 3 Icons auf einmal. Ich hasse es. Warum kommen jetzt hier 3 Icons auf einmal, Alter? Kann doch nicht wahr sein. Kann ZOM und MS spielen. Jairzinho kann, was kann der spielen? RM und Stürmer. Dann nehmen wir natürlich... Was kann der spielen? Mittelstürmer kann der spielen. Ja, Digga, was sollen wir hinstellen? Wir haben eigentlich überall stabile Spieler. Wir bräuchten Verteidiger. Ja, wir nehmen Rivaldo mit. Was soll ich jetzt machen, ey?
müssen erstmal jetzt Rivaldo hier mitnehmen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Vielleicht kommen wir jetzt mal endlich auf 93. Sind wir auf 91 runter? Ja, jetzt sind wir auf 92. WTF. Ganz, ganz kuriose Geschichte. Komm, und nächster Team of the Year. Wir brauchen wahrscheinlich jetzt hier auf den nächsten ein, zwei Positionen einen Team of the Year, Di Maria, um... Also auf diesen Positionen brauchen wir jetzt einen der heftigsten Team of the Years, um vielleicht noch auf den 93 zu kommen. Und selbst dann wird es schwer. Wenn wir jetzt hier... Oh, Garrincha, nächste Icon. Oh, das ist jetzt natürlich schwierig, Mann. Wir haben Frimpong, 94, ist natürlich sogar noch higher rated. Aber wir haben halt Garrincha, die nächste Icon. Und wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre die siebte Icon. Ich muss auf Icon-Rekord gehen. Wir brauchen noch 4 Leute. Das wird schwer, Mann. Das wird schwer. Es kam irgendwie bislang, ehrlich, auf der Bank, was Icons angeht, sehr, sehr wenig. Das war gerade die erste. Wir haben alle 5 Reservespieler. Da kommen meistens so 1, 2, 3 Icons teilweise. Keine einzige bekommen. Das hat uns natürlich jetzt hier ein bisschen gekillt, muss ich sagen. Und das killt uns jetzt hier auch komplett vom Rating her. Also, ach, über eine 93 brauchen wir gar nicht mehr nachdenken. Aber, naja, gut, was soll der Geiz? Wir machen mal weiter. Wir machen mal weiter. Mit ein, zwei Icons jetzt hier noch hintereinander, dann lebt die Chance wieder. Digga, was ist mit Lampel C? Der backt sich jedes Mal aus der Karte raus. Ricky Push nehmen wir mit. Okay, wir brauchen, warte mal, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Wir brauchen 4 Icons und wir haben noch 4 Positionen. Ich war mir sicher am Anfang, dass es ein neuer Icon-Rekord wird. Ich war mir so sicher, ich war mir zu sicher. Ich war mir zu sicher, Leute. Du kannst es einfach nicht vorhersagen im Draft. Ich war mir viel zu sicher anscheinend. Ah, Bruder, Veyron nehmen wir mit. Veyron gibt es auch als Icon, Digga. Warum kriegen wir hier den Veyron? Ich glaub's nicht. Die letzten 3. Okay, komm, wenigstens noch 1, 2 Icons. Wenigstens noch 1, 2 Icons oder noch ein Team of the Year? Natürlich nichts. Ricardo, ja, letzten beiden Spieler. Vielleicht können wir noch eine Icon, ein Team of the Year rausholen, aber ich glaube ehrlich gesagt auch nicht mehr. Shelby nehmen wir mit. Letzter Spieler. Oh, bitter. Ah, das habe ich echt nicht erwartet. Ja, toll, da wird natürlich wie immer nichts. Boah, das habe ich nicht erwartet. 7 Icons nur im Endeffekt. Also was heißt nur, ist nicht schlecht, aber wir hatten wie viel einmal nach der Stadt? 6, wir haben nur eine Icon. Garrincha, nee. Garrincha und Rivaldo, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir jetzt, ich weiß nicht, ich glaube 2 Icons haben wir auf der Bank bekommen, ne? Naja gut, 7 Icons und 5 Team of the Years. Das ist natürlich nicht schlecht. 5 Team of the Years ist übrigens neuer Rekord. So viele Team of the Years hatte ich noch nie. Und wir hatten die Chance noch einen 6. sogar. Aber da haben wir lieber die Icon mitgenommen. Full Team of the Year Team Challenge steht natürlich auch noch aus. Schauen wir mal, ob wir die irgendwann mal toppen. Aber ich bin immer zu gierig auf Icons. Das ist immer so eine schwierige Entscheidung zwischen Team of the Years und Icons. Aber naja gut, wir schauen mal, Leute. Das war's von diesem Draft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr mich abonniert habt, Leute. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Jeden Tag 13 Uhr neue Videos. Wäre cool, schaltet ein. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wäre jedenfalls sehr nice. Lasst jetzt nochmal gerne einen Kommentar da. Ihr wisst, es ist wichtig für den Algorithmus, damit meine Videos wieder besser angezeigt werden. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, was war euer bester Spieler, eure beste Spielerin dieses Jahr in FIFA oder was ist euer Icon-Rekord im Draft. Mal gucken, ob der ein oder andere schon besser als Footdraft Gaming ist. 10 Icons, unser Rekord. Schauen wir mal, ob das einer poppt. Also schreibt rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.